es Schöneres als ein richtig strahlendes Lachen? Ja, es steckt an, es verzaubert das Umfeld und es macht auch noch selbst glücklich. Und genau darum geht es heute. Und damit herzlich willkommen hier in der MeinDM-App. Wir wollen euch heute helfen, genau dieses strahlende Lachen zu bekommen. Und das mit Zahnputztipps für Groß und Klein mit Oral-B. Ja, alles, was ihr wissen müsst, das seht ihr in der nächsten Stunde hier. Und nicht nur das, wir tauchen gemeinsam ein in das breite Spektrum der Zahnpflegeprodukte, der Zahnbürsten und natürlich alles, was ihr dazu braucht von Oral-B. Nicht zuletzt auch eine der bekanntesten Marken, wenn es darum geht, dass die Zahnärzte zu den elektrischen Zahnbürsten und Co. auch greifen, denn das sagt ja, glaube ich, schon vieles aus. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute auch wieder eine Expertin an der Seite, dazu aber gleich mehr, aber zuvor nochmal das ein oder andere Schmankerl, das wir euch heute auch noch mitgebracht haben. Hier, ihr kennt es schon, es gibt heute wieder tolle Coupons hier in der App, und zwar die 25-fache Bepunktung auf alle Oral-B-Produkte, die findet ihr hier wieder einzulösen bis Sonntag online oder auch in den Filialen. Nicht nur das, wenn ihr sagt, die Produkte, die finde ich richtig gut, die hätte ich auch gerne zu Hause, dann findet ihr die wieder direkt hier bei mir. Einfach draufklicken und ab in den Warenkorb damit. Und es gibt auch was zu gewinnen, jawohl, und zwar 5 Zahnpflegesets. Was ist da dabei? Und zwar eine der Zahnbürsten, die wir euch jetzt mal gleich hier zeigen, könnt ihr euch dann aussuchen. Dazu natürlich die tolle Zahnpflege, die Zahnseide und auch die Zahncreme, die wir euch heute auch noch vorstellen. Also die sind dann mit dabei in euren Gewinnspielen. Was ihr tun müsst, eigentlich gar nichts. Lehnt euch zurück, schaut noch mal ganz kurz, ob die Daten stimmen, und damit habt ihr auch schon die Möglichkeit zu gewinnen. So, viel dazu gesagt. Eines vielleicht noch. Vielleicht kommt die eine oder andere Frage, die euch dann auch noch einfällt und euch auf den Lippen brennt. Dann einfach im Chat live stellen. Die kommt dann direkt hier im Studio an. Und die werden wir natürlich dann auch im Laufe der nächsten Stunde beantworten. Jetzt freue ich mich aber, dass sie bei mir ist. Die Zahnbürste stelle ich noch kurz zur Seite. Und zwar die liebe Anne ist da. Anne Zerrender, ihr kennt sie vielleicht auch schon aus einer der vorigen Live-Sendungen hier in der DM-App. Und die liebe Anne ist Professional Einkaufmanagerin, Mund- und Zahnhygiene. Und du hast natürlich viele, viele Tipps auch heute mitgebracht. Schön, dass du da bist. Genau, danke schön, dass ich da sein darf. Liebe Anne, du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Umfeld, aber es geht auch so ein bisschen darum, Zähne zusammen zu beißen. Genau, da hast du recht. Ich habe Sport-Business-Management studiert, also ein ganz anderer Bereich. Und dann hat es mich nach Österreich verschlagen und jetzt bin ich beim DM, genau, als Professional für die Mund- und Zahnpflege. Und es macht mir sehr viel Spaß und ja, ich freue mich, wie gesagt, heute auch hier sein zu dürfen. Jetzt sag uns mal ganz kurz, Professional bei DM, was heißt das, was macht man da? Also ganz grob und kurz gesagt, wir entscheiden, welche Produkte sozusagen in die Filialen kommen und was vielleicht auch rauskommt. Und natürlich ist da noch ganz viel im Hintergrund, Kommunikation mit den Lieferanten. Aber ich glaube, so für einen groben Überblick die Entscheidung, was sozusagen ihr alle in den Filialen findet. Also das heißt, alles, was wir da heute sehen, kennst du richtig gut. Und du hast auch für euch zu Hause viel, viele Tipps und natürlich auch vielleicht so ein paar Background-Infos mitgebracht, dass wir die Produkte vielleicht auch noch mal ganz anders verstehen und vielleicht auch so andere Einsatzmöglichkeiten noch sehen. Genau, da haben wir ein paar Sachen mitgebracht heute. Wenn du jetzt selber den Weg hingelegt hast aus dem Sportbusiness zur Mund- und Zahnpflege, was ist dir denn da vielleicht wichtig geworden? Oder vielleicht hat sich da auch das eine oder andere verändert in deinem Bewusstsein? Ja, also Zahnpflege, ich glaube, das lernt man von klein auf, das ist schon immer wichtig. Deswegen hat sich gar nicht so viel verändert, weil man es eigentlich weiß. Vielleicht nur, dass man ein bisschen intensiver auch drauf schaut, dass man auch die Zahnseide benutzt und die Interdentalbürsten und nicht nur immer die Zähne putzt zweimal am Tag. Genau, das ist so das, was auf jeden Fall noch dazugekommen ist. Ja, und du bist natürlich auch immer bei den Trends ganz nah dran. Also du hast ja irgendwie die Trends dann auch immer vor der Nase, gerade auch wenn irgendwas jetzt neu den Markt erobert. Gibt es denn da vielleicht das eine oder andere, was du schon verraten kannst? Oder? Ja, wir stellen euch das heute auch vor. Also natürlich, die Zahnpflege ist ja ein bisschen immer, bleibt gleich. Wir haben die Zahnpasten, elektrische Zahnbürsten. Was natürlich in den letzten Jahren neu gekommen ist, sind die IOs von Oral-B, die wir euch heute auch vorstellen. Und aber was ganz Besonderes für die Jugendlichen ist, dass man einen Bürstenkopf hat, der auch speziell für die Zahnspange ist. Also, das ist sehr gut. Meine Tochter hatte eine Zahnspange, also da hatte ich schon oft die Frage gestellt, was man da macht, und dachte eigentlich immer, okay, da muss man zur klassischen Handzahn. Genau, und da gibt es einen speziellen Bürstenkopf, der das natürlich ein bisschen einfacher macht, um auch in die schweren
Zugänge zu kommen, genau. Also ich sehe schon, du hast da auf jeden Fall die ein oder andere, ich schaue auch so ein bisschen darüber, Sachen mitgebracht. Wir wollen die natürlich auch gleich mal herzeigen. Aber sag uns doch mal ganz kurz, gibt es denn so etwas, was du selber vielleicht über die letzten Jahre auch so kennengelernt hast, so einen Tipp oder Trick auch zum Zähneputzen, wo du sagst, okay, da lege ich jetzt ganz besonders viel Wert drauf? Ja, auf jeden Fall die richtige Größe bei den Interdentalbürsten. Okay. Da gibt es immer verschiedene Größen, je nachdem, wie groß der Zwischenraum ist bei den Backenzähnen, weil man die Interdentalbürsten eher bei den Backenzähnen eigentlich nur anwendet. Das kann man sich auch beim Zahnarzt ausmessen lassen, weil zu groß schädigt das Zahnfleisch eventuell, und zu klein bringt sozusagen keine Reinigung. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Ihr werdet euch jetzt denken, das ist schon so eine kleine Wissenschaft für sich, das Zähneputzen. Ganz so kompliziert ist es aber gar nicht mehr, vor allem jetzt mit den neuen Zahnbürsten und elektrischen Zahnbürsten auch von Oral-B. Also werden wir jetzt einfach mal einen Blick drauf werfen, vor allem wenn wir bei den ganz Kleinen jetzt auch mal so ansetzen. Ich finde, gerade bei den Kindern ist es ja gar nicht so leicht, wenn es jetzt die ganz kleinen Zwerge sind. Wie bringt man die zum Zähneputzen? Wann soll man damit anfangen? Fängt man da wirklich schon an von der Geburt weg? Oder auf was legt man da jetzt eigentlich Wert beim Zähneputzen? Ja, also es gibt auch leichte elektrische Zahnbürsten, die man von Beginn an nutzen kann. Aber empfohlen ist es eigentlich auch ab 3 Jahren. Da sind die meisten Milchzähne da. Oder bei den meisten Kindern sind die 20 Milchzähne dann vorhanden. Und ja, die elektrische Zahnbürste bringt einfach nochmal ein besseres Putzverhältnis, weil auch 14% der Dreijährigen bereits Karies haben. Mhm. Und wow. 43% der Erstklässler haben auch einen Kariesbefall. Und die unter Dreijährigen sind sogar auch 74%. Also wow, das sind Zahlen, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil genau. Das ist relativ hoch. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr eine große Zahl. Und die sind auch nicht in zahnärztliche Behandlung, die Kinder, die Probleme haben. Und eine elektrische Zahnbürste unterstützt das, dass man besser putzt und weniger Karies hat. Jetzt kennt ihr das vielleicht auch von zu Hause, von euren Kindern, von euren kleinen Zwergen. Jetzt muss man die natürlich so ein bisschen motivieren, dass sie zur Zahnbürste auch greifen. Und da hat sich Oral-B einiges einfallen lassen. Und man sieht das jetzt auch schon bei dieser Zahnbürste, die Pro Kids 3 Plus. König der Löwen, ein ganz, ganz süßes Motiv auch dabei, ja, die so richtig Lust machen aufs Zähneputzen, oder? Genau, die ist jetzt auch ganz neu, die König der Löwen, also jetzt erst rausgekommen. Und ja, die hat, also schon die Verpackung allein, finde ich, die sieht super süß aus. Und man hat da wieder verschiedene Sticker, die man draufkleben kann. Wir haben noch die Frozen und die Spider-Man, die im Grunde, ja, Die gleiche Zahnbürste sind nur mit der anderen Aufmachung, mit anderen Stickern. Wir zeigen es so auch noch her, und zwar ausgepackt. Genau. Schaut mal, so sieht die dann aus. Und da seht ihr die Sticker einfach ganz entzückend. Da gibt es 4 verschiedene. Ihr könnt die dann auswählen, je nachdem, auf was ihr gerade Lust und Laune habt. Und könnt die dann da drauf kleben. Wir haben uns jetzt für dieses Motiv entschieden. Aber es gibt hier die anderen auch noch. Und das ist echt ganz entzückend. Und die Kinder, glaube ich, freuen sich dann auch, wenn sie dann immer wieder auch mal eine Abwechslung reinbekommen. Genau, das Zähneputzen soll ja Spaß machen. Auf jeden Fall. Und hier sieht man, glaube ich, auch noch mal ganz besonders, der Bürstenkopf ist ein ganz spezieller. Genau, der ist kleiner als bei den anderen, weil natürlich der Kindermund ist ja auch kleiner und mit dem großen Bürstenkopf, da würden die Zähne einfach untergehen. Und der kleine Bürstenkopf ist einfach für die Kinderzähne konzipiert und angepasst, sodass die gut putzen können. Und du hast es ja gerade schon erwähnt, 2 Minuten Zähneputzen ist ja so, sagt man ja so, Pi mal Daumen, sollte man machen. Genau. Da gibt es auch einen extra Timer drinnen, damit man auch genau weiß, okay, 2 Minuten sind um, und vor allem, dass die Kinder auch motiviert sind, vielleicht auch die 2 Minuten einzuhalten. Genau, und ja, auch eine Wechselkontrolle, also nach 30 Sekunden sollte man ja immer einen Bereich auch wechseln. Mhm. Genau, und die 2 Minuten sind so die Vorgabe, die man ja auch von den Zahnärzten oder immer mal wieder hört. Und ich glaube, das ist auch eine gute Zeitangabe, denn alles drüber bringt dann auch nicht mehr so viel von der Putzleistung oder von der Reinigung her. Deswegen reichen auch die 2 Minuten, und die sollten natürlich auch die Kinder einhalten. Jetzt 3 Plus sagt ja schon so ein bisschen, ab 3 Jahren kann man die wahrscheinlich dann auch hernehmen. Genau, also die Zahnbürsten, also auch die König Löwen oder die Spider-Man oder die Frozen, sind zeigen wir auch gleich noch her. Genau, die sind ab 3 Jahren. Genau, und sind perfekt, wie gesagt, für den Anfang gleich geeignet, sodass die Kinder auch dran gewöhnt werden und gleich mit einer elektrischen Zahnpflege beginnen. Passen dann auch ganz besonders gut auf die Milchzähnchen auf. Der Akku hält ganz besonders lang, und
ich glaube, man kann es auch sagen, es liegt richtig gut auch in der Hand. Vor allem auch hier von dem Handling her, der ganze Griff ist super zum Angreifen, fällt nicht aus der Hand und macht dann richtig viel Spaß dann auch zum Zähneputzen. Wie man hier sieht, kriegt man richtig Lust drauf. Genau, und wir haben auch zwei Putzprogramme, einmal für die tägliche Reinigung und Sensitiv Plus, also wenn jetzt doch ein Kind irgendwie Probleme hat, dann kann er auch auf die Sensitiv Plus schalten. Muss man da auf was Wert legen? Also wann nimmt man das eine, wann nimmt man das andere? Oder kann man das beides jeden Tag jetzt hernehmen? Oder? Also man kann beides jeden Tag hernehmen. Wie gesagt, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen empfindlichere Zähne hat, dann würde ich die Sensitiv Plus nehmen. Mhm. Wenn man jetzt keine Probleme hat, dann einfach die tägliche Reinigung. Okay. Genau. Du hast es schon angesprochen. Es gibt nämlich nicht nur dieses entzückende König der Löwen Motiv. Ja. Aber ich glaube, das ist sogar... bei mir ganz hoch. Es gibt auch andere Motive, und zwar hier für die kleinen Spider-Mans. Dieses hier. Richtig cool auch. Oder wir haben, ich lasse nochmal ganz speziell her, auch noch Frozen hier. Genau, also ich glaube, da ist einfach für jeden was dabei. Also die einen mögen das, die anderen... die mögen jetzt die König der Löwen, wie gesagt, die Frozen, Spider-Man, was auch immer der Lieblingscharakter ist. Ich glaube, da ist wirklich für jedes Kind was dabei. Und mit der Magic Timer App, die es auch gibt von Oral-B, da kann man auch noch mal drauf schauen, dass die Kinder die 2 Minuten putzen. Ja, man hat wirklich die Qual der Wahl und auch hier eben die Sticker dabei. Also ich glaube, da ist echt für jeden Geschmack. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder anderen Kinder zu Hause da jetzt schon sitzen und sagen, Mama, das oder das oder das oder das. Also ich glaube, meine kleine Lotta zu Hause, die wird sich jetzt gerade für Frozen entschieden haben, weil sie auch ein ganz großer Fan ist. Und ich meine, wenn es hilft und die Kinder dann auch so gerne auch Zähne putzen, ich meine, was gibt es denn Besseres? Ja. Also ganz tolle Sache. Wir haben deine Frage bei uns im Chat und vielleicht kannst du uns die dann auch direkt beantworten. Und zwar die Frage lautet, wie ist es bei Kindern? Meine Tochter putzt immer nur einmal am Tag Zähne. Wie kann man sie dann noch besser motivieren? Also, dass man es wirklich in die Routine einbaut, also dass man morgens zum Beispiel mit dem Anziehen und abends mit dem zum Bett gehen, dass man zusammen putzt. Vielleicht kann man auch einen Wettbewerb draus machen, wer putzt länger Zähne oder bei wem glänzen die Zähne mehr zum Beispiel. Dass man einfach irgendwie so ein bisschen Spaß rüberbringt und das Kind dann lobt, wenn es das auch... Ja, die 2 Minuten oder wenn es am Abend auch vielleicht mal mit 1 Minute anfangen, dass es nicht ganz so lang ist. Einfach so ein bisschen Spaß reinbringen und zusammenputzen. Vielleicht auch einen Lieblingssong anmachen, dass das Kind sich einfach wohlfühlt und in einer entspannten Atmosphäre putzen kann und einfach den Spaß dann dran hat. Genau so ist es. Ich glaube, wenn dann der Spaß da ist, dann kommt diese Leichtigkeit rein und dann macht einfach Zähneputzen auch so viel Spaß. Und ich finde, in dem Alter geht es ja auch noch relativ gut. Ich glaube, die Herausforderung ist, wenn sie dann ein bisschen älter werden, aber dazu kommen wir gleich noch, weil auch da gibt es natürlich die eine oder andere Idee noch. Und was auch ganz wichtig ist, sind auch die Zahnpasta. Und zu denen haben wir auch was mitgebracht. Ich stelle es mal ganz kurz hier rüber. Und zwar für die ganz Kleinen hier haben wir die Oral-B Pro Kids. Die sind wirklich für die ganz kleinen Mäuse, genau. Ab 6 Monate. Genau, die ist speziell entwickelt für Kinder von 6 Monaten. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, mit 6 Monaten kommen dann auch die ersten Zähnchen mal vorher. Oh ja, ich kann mich erinnern, als dreifache Mama, da ging es los mit den sehr schlaflosen. Da ist noch nicht so viel da, genau, bis 6 Jahre, dass die Kinder einfach auch eine gute Zahnpasta haben. Mhm. Sie hilft, Karies vorzubeugen und... Ja, schützt vor Säure und Zucker auch den ganzen Tag lang. Also genau, man sollte die richtige Zahnpasta auch mit benutzen, also speziell auch für die Kinder. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Warum ist das so wichtig? Natürlich ist es zum einen ja der Geschmack, wo ich jetzt als Mama sage, ja, die sind vielleicht alle so ein bisschen milder und schmecken auch anders. Aber warum ist es so wichtig, wirklich eine Zahnpasta auch zu nehmen, die auch wirklich zum Alter der Kinder passt? Ja. Also die Formel ist hier einfach ein bisschen sanfter, vielleicht nicht ganz so aggressiv wie bei den Zahnpasten für die Erwachsenen. Und ja, ist auch speziell an die Kinder angepasst. Wir haben jetzt hier auch eine mit Fluoridgehalt. Ich weiß, das ist immer ein Streitpunkt. Die einen sagen so, die anderen so. Aber es ist grundsätzlich meiner Meinung nach auch nichts Schlechtes. Sie haben, wie gesagt, den Fluoridgehalt und das schützt auch nochmal vor Plaque und gegen Karies. Genau. Und deswegen sollte man da einfach drauf schauen, weil man wirklich eine sanftere Formel hat. Und ist natürlich auch alles abgestimmt auf die Kinderzähnchen, genau. Dass die ersten Zähne dann auch gut wachsen können und eigentlich alles, was die Kinder brauchen, für starke Zähne, für eine gesunde Mundhygiene
Und du hast uns hier die Zahnpasta auch mitgebracht. Vielleicht können wir da auch mal schauen, wie die genau aussieht. Ich lege das einmal zur Seite. Mhm. Genau, also ganz einfach zum Abdrehen und hat sonst auch noch einen Verschluss vorne dran. Von der Farbe her hat es wirklich ein sehr, sehr schönes Blau. Also ich glaube, das macht dann den Kindern auch Spaß, damit sie putzen, wenn das draufkommt. Immer darauf achten, es sollte eine Erbsengröße sein, also so wie es auch auf den Bürstenkopf passt. Mhm. Genau, da nochmal, also wirklich eine schöne Farbe. Sieht auch sehr schön sanft eigentlich aus, wenn man jetzt mal so reinschaut. Genau, so sieht die Zahnpasta für die ganz Kleinen aus. Und die ist jetzt auch für den täglichen Gebrauch möglich oder muss man da bei der Anwendung was beachten? Nein, die kann man jeden Tag benutzen und da ist nichts dabei. Also die ist wirklich für den ganzen Tag, also für die tägliche Reinigung morgens und aus. Okay, tolle Farbe. Einmal riechen bitte. Es riecht auch angenehm, ne? Nach Kaugummi tatsächlich. Also, ich glaube, das ist so ein Gamechanger bei den Kindern auch. Riecht super gut, hat eine tolle Farbe und macht dann auch Spaß, die dann auch wirklich häufig anzuwenden. Die Vorteile vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Warum diese Zahnpasta und keine andere? Also sie schützt vor Karies und Plaquebildung eine lange Zeit. Schützt auch, dass die Säuren wirklich den Zahn angreifen, hat einen angenehmen Minzgeschmack, ich würde sagen, hat eine schöne Farbe, die Kinder begeistert, riecht auch gut, dass man die Kinder dazu begeistern kann und genau, ist einfach speziell entwickelt. Jetzt habe ich 3 Kinder zu Hause, 5, 13 und 15 und da würde ich mir jetzt denken, ja, so eine Zahnpasta, wenn sie schon mal da ist, können sie ja alle nutzen, ist es so? Also die würde ich jetzt tatsächlich nur für die empfehlen, die 6 Monate bis 6 Jahre. Okay. Dann haben wir auch eine für 6-Jährige bis 12-Jährige. Die ist wieder speziell für die Zähne ja angereichert. Da kommt ja dann der Ausfall der Milchzähne und dann der Wechsel so, dass man ja gut vorbereitet ist, dass man auch seine zweiten Zähne sehr lange hat. Also es macht schon Sinn, da wirklich auch zu schauen, genau, welche Altersangaben dann auch auf der Zahnpasta stehen. Dass man immer für sein Alter oder für das Alter des Kindes die richtige Zahnpasta hat. Okay, also können wir euch auf jeden Fall ans Herz legen, die Oral-B Pro Kids, 6 Monate bis 6 Jahre. Für die kleinen Beißerchen schon mal genau das Richtige. Passen natürlich dazu auch, ich zeige es euch nochmal, die tollen Zahnbürsten dazu, elektrische. Und wie uns Diane auch schon gesagt hat, also es macht wirklich Sinn, auch schon im kleinen oder im zarten Alter von 3 Jahren damit anzufangen, da auch jetzt die perfekte Zahnbürste, elektrische Zahnbürste auch zu Hause zu haben. Und vor allem die Kinder lernen ja auch damit dann auch richtig umzugehen, spielerisch umzugehen. Und genau, die Zähne werden einfach viel, viel besser gereinigt, auch aufgrund von diesem super soften Bürstchen dabei. Der Timer ist mit dabei, der super viel Spaß macht, weil die Kinder genau wissen, so lang müssen sie dann auch putzen. Sie sind natürlich alle wasserfest und haben auch eine bessere Möglichkeit, die verschiedenen Zonen dann auch so zu putzen, dass die Zähne richtig schön strahlend sind und vor allem auch gesund und stark sind. Genau. Richtig schöne Sache mit den verschiedenen Zahnbürsten. Und damit geht es auch schon weiter. Wir arbeiten uns ja heute so ein bisschen vor von jung. Wir werden immer älter und älter, genau, und älter. Genau, immer bei den Kleinsten. Und damit geht es zur nächsten Generation, kann man fast so sagen. Und zwar, es ist die Pro Junior 6 Plus. Und Sie werden es sich wahrscheinlich schon denken können, das ist dann mehr für die Schulkinder ab 6 Jahren, wo man sagt, okay, das ist die perfekte Zahnbürste. Warum ist denn das so? Was kann denn die? Genau, also die hat ein bisschen einen größeren Bürstenkopf schon, hat im Grunde auch eine kleine Andruckkontrolle. Also wenn man jetzt zu sehr aufdrückt, was natürlich auch nicht so gut für das Zahnfleisch ist, dann zeigt sie das an, hat auch einen Timer bei sich. Wie gesagt, ein bisschen größerer Bürstenkopf, weil die Zähne natürlich dann auch wieder etwas größer werden mit der Zeit. Und deswegen ist sie auch speziell entwickelt für die Kinder ab 6 Jahren. Da ist natürlich auch immer so das Thema, und gerade bei dem Alter ist ja das Thema, wie man diese Zahnroutine auch so ein bisschen hinbekommt. Hast du da auch für die älteren Kinder, du hast gerade für die kleinen Kinder so tolle Ideen mitgebracht, da vielleicht auch eine Idee? Ja, ich würde sagen, also ich glaube, wenn man im Kleinkindalter gut anfängt, die Kinder dahin zu trainieren, dann ist das schon mal die halbe Miete, weil dann wissen sie, dass man einfach putzen soll. Vielleicht
man soll ja nicht drohen, aber so eine Drohung zum Zahnarzt, wenn deine Zähne nicht gut sind, dann muss man öfter zum Zahnarzt. Vielleicht kann das auch mal was bewirken. Außer das Kind geht vielleicht gerne zum Zahnarzt, man weiß ja nicht. Ich finde es immer ganz schön, wenn die Kinder ganz gerne zum Zahnarzt gehen, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn sie dann nichts haben, weil sie die perfekte Zahnpflege zu Hause bekommen. Genau, das ist natürlich dann auch so ein Punkt, wenn die Zähne perfekt sind und sie vielleicht auch vom Zahnarzt, von der Zahnärztin gelobt werden, ist das natürlich auch ein guter Ansporn. Jetzt gibt es natürlich auch so die vier Säulen der Kinderzahnheilkunde. Kannst du uns die uns ein bisschen näher bringen, was sich da genauso dahinter versteckt? Ja, also wie gesagt, immer die zweimal tägliche Reinigung, morgens und abends. Einfach, dass man richtig putzt. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, die richtige Putzroutine und die richtige Zahnbürste nehmen, dass man auch wirklich von Zahn zu Zahn kommt und einfach darauf schauen, dass man auch mal eine Zahnseite mit benutzt oder und die Interdentalbürsten. Und da kann man auch bei den Kindern schon mal anfangen mit der Zahnseite, so ein bisschen zumindest vorne auch mal durchgehen, dass sie lernen, dass das auch dazugehört. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Da kriege ich immer ganz gerne Schimpf von meiner Zahnärztin. Aber ich glaube, da kann man noch mal sagen, da bekommt man einfach eine ganz, ganz tolle Sauberkeit hier mit diesen elektrischen Zahnbürsten, vor allem auch mit der Junior 6 Plus für die Schulkinder dann vor allem. Diese ganz weichen Borstenspitzen helfen dann auch noch mal passend für die Zähne, die noch mal richtig auf Vordermann auch zu bringen. Hier ist natürlich auch der Timer mit dabei, der 2-Minuten-Timer. Genau. Und was hier ganz besonders ist, es sind 3 Programme. Genau, es sind 3. Genau. Was versteckt sich da? Wir haben hier auch wieder die tägliche Reinigung, wie bei den Kleinen. Wir haben Sensitiv und was wir noch dazu haben, ist das Aufhellen. Okay. Genau. Also so ein bisschen, wenn es vielleicht doch mal anfängt, wenn man jetzt doch nicht jeden Tag geputzt hat, was man natürlich machen sollte, dass was man wir einfach, natürlich nicht wollen und genau, hören. Genau, aber einfach, wenn sie älter sind und mal bei Freunden, dann essen sie auch mal was nicht so gesundes vielleicht oder was auch verfärbt und da kann man einfach schon mal ein bisschen aufhellen. Okay, was nimmt man jetzt wann? Ist es dann auch so wie bei den Kleineren, dass man sagt, okay, da kann man auch die Programme je nachdem hernehmen oder muss man da vielleicht... Genau, also da würde ich genau schon machen, die tägliche Reinigung einfach für jeden Tag sensitiv wieder, wenn man vielleicht ein bisschen Probleme hat oder... Auch beim Zahnfleisch, oder? Genau, sich heute nicht so wohl fühlt und denkt, okay, es irgendwie tut es so ein bisschen weh, dann einfach mal auf sensitiv umschalten, dass es ein bisschen sanfter ist. Und das Aufhellen, ich glaube, das sagt schon, wenn man jetzt denkt, man hat einen dunklen Fleck oder so, dass man einfach das Aufhellen dann mal nimmt. Genau. Okay. Ja, bei uns kommen immer mehr Fragen natürlich rein. Eine Frage, die ich dir direkt weitergeben möchte, ist, wie oft sollten denn die Bürstenköpfe gewechselt werden? Gutes Thema. Ja, ganz wichtiges Thema. Das habe ich auch gelernt, ein Punkt. Man sollte alle 3 Monate die Aufsteckbürsten wechseln. Also auch wenn man jetzt eine Handzahnbürste zum Beispiel benutzt, also Zahnbürsten, Aufsteckbürste, Handzahnbürste, alle 3 Monate wechseln. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Am besten auch, wenn man jetzt krank war zum Beispiel, nach einer Krankheit, auch wenn man die jetzt erst gewechselt hat und dann krank wird, dann sollte man es auch am besten wechseln, weil meistens hat man die Zahnbürste doch im Bad rumstehen. Vielleicht ist auch noch die Toilette im Bad und man spült es, wenn man jetzt den Deckel auch nicht zumacht. Also da kann sich schon viel absetzen, auch mit kleineren oder jüngeren Kindern. Ein Bad ist jetzt kein abgeschotteter Bereich und deswegen setzt sich viel auf den Bürstenköpfen ab. Und deswegen auf jeden Fall nach 3 Monaten, das wäre auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Danke für den guten Tipp auf jeden Fall. Ja, diese Zahnbürste bekommt ihr online und ich glaube, wichtig ist auch zu sagen, es ist ein langlebiger Akku natürlich mit dabei, mit Anzeige. Die Zahnärzte sagen genau das auch für die Schulkinder verwenden, weil man hat einfach einen ganz großen Unterschied und die Zähne werden es euch dann auf alle Fälle auch danken. Genau. Und weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, wichtig ist natürlich nicht die elektrische oder nicht nur die elektrische Zahnbürste, sondern auch die passende Zahnpasta dazu. Und auch hier haben wir natürlich eine eigene, auch für das Alter ideale Zahnpasta. Die ist jetzt von 6 bis 12, genau. Die Pro Junior. Und was zeichnet die jetzt im Speziellen aus, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu der anderen? Ja, also wie es auch draufsteht, sie ist speziell entwickelt für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Auch natürlich hier wieder das Wichtigste ist einfach die Kariesabwehr. Auch die ist zur Kariesabwehr entwickelt, hat auch wieder einen milden Minzgeschmack. Klinisch besteht, also man hat einen Wirkstoff Natriumfluorid, das hilft halt auch wieder gegen Karies.
Genau, das ist so der wesentliche Unterschied, wirklich, dass es speziell für die 6- bis 12-Jährigen konzipiert ist. Minimale inhaltliche Unterschiede gibt es, aber genauso kleine Änderungen. Das macht den Unterschied, dass es dann für 6- bis 12-Jährige ist. Schützt natürlich auch die Zahndichte, stärkt die Zähne. Genau, auch schützt den Zahnschmelz. Genau, ja, also ein Rundumschutz auch. Rundumschutz für alle Schulkinder bis 12. Auch da hast du uns die Zahnpasta wieder mitgebracht. Ja. Die wollen wir uns natürlich auch noch mal ganz genau anschauen. Und schauen, wie das genau, hier haben wir auch wieder den Drehverschluss. Also geht ganz einfach auch ab. Und ja, schau, genau, das ist ein bisschen heller unterwegs. Ja, genau, die sieht ein bisschen anders aus. Nicht mehr ganz so grell wie für die Kleinkinder, was natürlich noch mal ein bisschen auffälliger ist. Auch hier wieder eine Erbsengröße. Der Mund ist ja auch noch nicht ausgewachsen, jetzt bei 6, 7, 8, 9 Jahren. Und hat auch wieder einen sehr angenehmen Duft. Also, wenn du mal riechen magst, riecht sehr angenehm. Wieder ganz anders, ist so ein ganz zarter Minzgeruch auch dabei. Genau. Also ähnelt sich jetzt schon so ein bisschen den Zahnpasten, die man als Erwachsener auch gerne verwendet. Ein bisschen weg vom Kaugummi. Aber ich finde, die macht auch richtig Lust zum Zähneputzen. Ja. Ich finde die Farbe eigentlich auch sehr schön. Also so ein bisschen ja dieses Türkise. Ja, und ich meine, das Auge putzt ja mit. Das darf man nicht vergessen. Genau. Und apropos Auge putzt mit. Wir haben hier jetzt auch eine neue Frage aus dem Chat. Und zwar, ist diese Zahnpasta auch für den täglichen Gebrauch zu verwenden? Ja, also alle Zahnpasten außer Whitening-Zahnpasten sind für den täglichen Gebrauch. Und wir haben hier keine Whitening-Zahnpasta, sondern es ist wirklich Zahnpasta für die Kinder zur täglichen Anwendung. Bei Whitening-Zahnpasten sieht es ganz etwas anders aus, als wenn es wirklich speziell für Whitening ist. Aber bei den Zahncreme, also die für die Kleinen und dann für die Erwachsenen, ist alles für die tägliche Anwendung. Okay, da muss man sich keinen Kopf machen. Das haben andere getan. Genau. Wir haben damit auch schon die nächste Frage. Das ist ein Thema, was natürlich auch sehr bewegt. Und zwar, wie viel Zahncreme sollte ein Kind pro Anwendung verwenden? Wir hatten es jetzt bei den ganz Kleinen schon, dass ja so Erbsengröße sein soll. Wie ist es jetzt bei dieser hier? Genau, also die Erbsengröße bleibt eigentlich immer gleich. Also im etwas älteren Alter oder dann für die Erwachsenen kann man auch ein bisschen mehr nehmen. So wie bei Oral-B, die haben ja die runden Bürstenköpfe, also bei den Kleinen einfach einen Klecks drauf machen. Bei der etwas älteren, für die, also die Junior 6 Plus, dann auch wieder einen Klecks drauf machen. Genau, und dann passt das. Also nicht zu viel. Es muss nicht schäumen, auch wenn das Gefühl vielleicht angenehmer ist, aber der Mund muss nicht voller Zahnschaum sein sozusagen, sondern das reinigt auch, wenn man wirklich die Erbsenmenge, Erbsengroße Menge vor allem aufmacht. Ich glaube, das ist auch richtig wichtig. Also das ist auch wichtig, dass man nicht zu viel nimmt, genau, auch für die Zahngesundheit. Also da ist auch wichtig, genau auf diesen Tipp auch zu hören und da die richtige Portionierung auch einzuhalten. Wundervoll, genau. Damit haben wir auch schon unsere Schulkinder versorgt in diesem Sinne. Nicht vergessen, hier seht ihr natürlich alle Produkte. Wenn ihr sagt, das eine oder andere, das hat mir schon so zugesagt, das brauche ich zu Hause, dann auf jeden Fall draufklicken. Und ihr wisst, ihr könnt ja heute auch noch gewinnen. Deswegen schön, dass ihr dabei seid. Und damit habt ihr auch direkt die Möglichkeit, heute eines unserer 5 Zahnpflegesets zu gewinnen. Ihr dürft euch eine der Zahnbürsten aussuchen. Wir haben eine Zahnpasta dabei. Wir haben auch noch Zahnseide dabei. Natürlich alles von Oral-B. Und damit seid ihr dann auch bestens ausgerüstet für euren nächsten Zahnpflegeeinsatz und vor allem für euer nächstes strahlendes Lachen. Und damit geht es auch direkt weiter. Und wir sind jetzt hier bei den Schulkindern und nach den Schulkindern kommen natürlich die Teenies und da gibt es ein ganz tolles neues Produkt. Du hast es uns schon so ganz leicht anklingen lassen, aber es ist Zeit, das jetzt nochmal genauer vorzustellen. Es ist nämlich die, wir müssen ein bisschen aufräumen, denn wir brauchen jetzt richtig Platz für diese Zahnbürste hier. Es ist die IO My Way. Eine Zahnbürste, eigentlich das neueste Mitglied in der IO-Familie. Genau. Was kann diese besondere Zahnbürste und wer vor allem soll sie verwenden oder darf sie verwenden? Also die Zahnbürste hat noch ein paar mehr Features als die, die gerade noch vorgestellt haben. Wie gesagt, das ist das neueste Mitglied in der IO-Familie. Das ist ja eine recht neue Technologie von Oral-B auch. Und sie hat einfach noch mehr, ja, ein bisschen Leuchtsignale auch, arbeitet damit Leuchten, hat eine Bluetooth-Verbindung, somit kann man das auch mit der App verbinden und kann schauen, ob man richtig Zähne putzt und seinen Erfolg sozusagen sehen.
Und ja, hier haben wir auch die Aufsteckbürste für die Zahnspangen, denn die Teenies haben ja meistens die Zahnspangen. Und da kommen wir ja immer nicht so gut hin. Ich hatte selber eine Zahnspange und ist doch schwierig zum Zähneputzen. Und da ist natürlich der Aufsteck, die Aufsteckbürste sehr gut, wenn man da was Spezielles hat, wo man auch gut dazwischen kommen kann. Das wollen wir natürlich auch herzeigen, wie das dann aussieht. Und zwar, das ist ein ganz spezieller Bürstenkopf. Man sieht das jetzt hier. Und zwar, das sind so ganz kleine Borsten. Ideal jetzt auch für die Zahnspangen. Und damit erübrigt sich auch die Frage, ob man eben auch mit Zahnspange elektrische Zahnbürsten verwenden kann, weil das ist jetzt mit dieser Zahnbürste auch möglich und man muss sich auch da keinen Kopf mehr machen. Genau, also da kann jetzt nichts abreißen, was so natürlich auch nicht abreißen sollte, ja. Aber wie gesagt, da kommt man auch gut dazwischen, weil meistens, wo der Draht ist, das dann ist ja so, genau. da kommt man ja nicht wirklich hin und durch die Form kann man da auch ein bisschen drunter gehen und einfach drüber und drunter gut putzen, sodass man auch überall hinkommt. Eine super spannende Zahnbürste, die natürlich auch wieder einiges mitbringt, wenn man sie denn bestellt. Und zwar, es gibt dieses Reiseetui, es gibt diesen anderen Bürstenkopf, die man auch wundervoll hier verstauen kann. Natürlich ist der Akku auch mit dabei, die Ladestation. Und damit ist man auch bestens gerüstet. Aber vielleicht können wir noch mal zusammenfassen, was dieses Produkt denn alles kann. Denn gerade als Mama von einer 13-Jährigen mit Zahnspange, wie vorhin auch schon erwähnt, ist das natürlich für mich ein ganz besonderes Highlight. Genau, also wir haben... Haben wir die Zahnbürste da? Gehen wir hier gerade ein. Die kommt hier, schau. Da genau. Ist die Zahnbürste. Da. Die hat, wie gesagt, verschiedene Features. Also zum einen haben wir, wenn man sie anmacht, ein Partylicht. Also das sieht man hier. Das so wolltest du uns jetzt gar nicht verraten. Das Partylicht ist ein Highlight. Genau, also das soll ja Spaß machen, das Zähneputzen. Und deswegen haben wir hier, wie gesagt, das Partylicht. Und was sie hier hat, eine visuelle Andruckkontrolle. Also wenn ich jetzt Zähne putze, jetzt sieht man, dass es grün ist und ich habe den richtigen Druck. Und wenn ich zu viel Druck aufwende, dann leuchtet sie rot. Und somit weiß ich gleich, ob ich richtig putze vom Druck her. Weil zu viel Druck ist, wie gesagt, natürlich nicht gut. Es kann am Zahnfleisch wehtun und... Da muss man nur im Spiegel schauen und sieht, oder aus dem Augenwinkel und sieht, welche Farbe man hat und kann dann sofort nachjustieren sozusagen. Ganz wichtig, weil damit kann man sich natürlich jetzt auch keine Schäden zufügen, weil man zu fest druckt oder genau. So, sondern du hast einfach immer die ideale oder einen idealen genau. Druck dann auch ja. beim Zähneputzen. Jetzt noch mal ganz kurz zu diesem Partylicht. Hat das eine Funktion oder warum gibt es dieses Partylicht? Was macht das? Na, das ist einfach für den Erfolg der Putzsession. Also, sehr sympathisch. Genau, es soll Spaß machen und die Jugendlichen werden die vielleicht manchmal auch etwas fauler, nicht jeder, aber manche vergeht da vielleicht los oder sind irgendwie eingeschlafen und dann, wenn man doch nochmal zum Zähneputzen kommt, dann hat man so nochmal die Farbe und einfach ein bisschen Spaß dran. Ja, und apropos Spaß, man kann sich ja auch dieses Licht selber einstellen, welche Farbe man gerne genau. hätte. Also das kommt auch noch dazu. Ich finde, das sind diese kleinen Details, die auch das Zähneputzen nochmal auf eine ganz besondere Ebene auch bringen und richtig ein ganz neues Level reinbringen. Und besonders, wenn jemand technisch versiert ist, also was heute natürlich auch mal mehr wird mit der App und dann schauen, wie man putzt und das ist natürlich auch sehr. Und dann kann man sich vielleicht in der Schule vergleichen und sagen, also ich habe heute 2 Minuten geputzt. Also davon gehen wir erstmal aus bei der Zahnbürste. Du meintest schon vom Alter her, welche Teenager, Jugendlichen können oder sollen diese Zahnbürste auch haben? Ja, also ich würde sagen auch ab 10, 11, 12, also wirklich so im Teenie-Alter. Durch die Aufsteckbürste, speziell natürlich für Zahnspangenträger. Ja, vom Kopf her ist sie so wie schon für die Erwachsenen okay. dann auch. Also kann man jetzt auch, sagen wir mal, 18, 19, 20 verwenden. Genau. Ich oute mich gerade. Ich habe natürlich auch eine Oral-B-Zahnbürste zu Hause. Und was ich ja immer total spannend finde, ist die App. Und die gibt es natürlich auch für diese Zahnbürste, ja. Die Oral-B-App, die natürlich auch nochmal das Zähneputzen visualisieren, auch nochmal genau zeigen, wie und was und wo. Das ist aber nicht das Einzige, was die noch mitbringt. Weißt du, auf was ich hinaus will? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen fies. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die hat natürlich verschiedene Programme auch noch. Ja. Und da merkt man auch so vom kleinsten Alter bis jetzt hin zu den Teenies, da hat man sich immer wieder was Neues erreichen lassen. Es wird immer ein bisschen mehr. Genau, wir haben hier 4 Putzprogramme, auch die tägliche Reinigung,
sensitiv, sensitiv plus und aufhellen. Mhm. Also, genau, also da kann man wieder entscheiden, was man gerade braucht. Durch vielleicht eine Zahnspange können die Zähne auch nochmal etwas empfindlicher sein, sodass man auch nochmal die zusätzliche Stufe hat. Und wenn man dann jeder Zahn ist ja auch anders, ist so, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt noch ein bisschen aufhellen. Manchmal bei den Jugendlichen hat man ja auch so Vergleiche, sage ich mal, und dann kann man da auch ein bisschen nacharbeiten. Und weil du uns vorher den Tipp gegeben hast, mit denen alle 3 Monate die Bürstenköpfe auch zu wechseln, diese Zahnbürste zeigt euch an, wann ihr sie wechseln sollt, und zwar anhand von einem gelben Licht. Und da wisst ihr dann, okay, es ist wieder Zeit, meinen Bürstenkopf zu wechseln. Das finde ich natürlich auch super praktisch, weil mittlerweile macht die Zahnbürste eigentlich alles von selbst. Man muss gar nicht mehr mitdenken, man muss einfach nur mehr hinhalten. Und das stimmt. Also das ist wirklich sehr praktisch, weil sonst, man kann es mal schnell vergessen. Wann sind die 3 Monate rum? Ich glaube, es gibt die wenigsten, die im Kalender sich einschreiben, heute habe ich die Zahnbürste oder die Aufsteckbürste gewechselt. Und dann merkt man gar nicht, wann die 3 Monate rum sind. Hier hat man natürlich noch zusätzlich die Farbe am Bürstenkopf geht weg. Also so, wenn das wirklich sehr verblasst ist, dann wird es höchste Zeit, dass man wechselt. Dann sind auch die 3 Monate rum. Das ist noch ein Zusatz sozusagen. Aber sonst kann man das wirklich mal schneller vergessen, wann die 3 Monate waren. Sanfte Reinigung auf jeden Fall mit dieser Zahnbürste, ideal jetzt eben, wie schon erwähnt, mit für Teenager oder auch für Zahnspangenträger. Aber ich glaube wirklich alle, die jetzt so ab 10 aufwärts sind, sollten unbedingt zu dieser großartigen Zahnbürste dann auch greifen. Und ich werde jetzt meinen Blick so ein bisschen wegwenden, und zwar in Richtung unseres Chats. Und da geht es nämlich gerade richtig zur Sache. Und zwar, das haben wir gerade beantwortet, wie funktioniert das Echtzeit-Feedback der Oral-B-App? Kannst du dazu was sagen? Ich habe die App tatsächlich selber nicht, deswegen kann ich das gar nicht beantworten, wie das ist. Ich weiß nicht, ob du eine Erfahrung teilen kannst. Das habe ich tatsächlich jetzt auch noch nicht ausprobiert, wie da die Echtzeitverbindung ist. Ja. Also es funktioniert ganz großartig. Ja. Also es zeigt halt wirklich an, wo du jetzt genau gerade bist und welche Minute du jetzt auch gerade hast oder welche Sekunde. Und damit macht das Zähneputz nochmal eine ganz, ganz besonders spürbar, nicht nur in den Zähnen, sondern auch natürlich, weil du auch so mitbekommst, wie und was und wo. Und ich finde, du kriegst dann auch noch mal viel mehr mit, wie effektiv du auch putzt. Was du anfangs, wie ich Jugendlicher war, gab es das ja alles noch gar nicht. Ich will es gar nicht laut sagen. Aber da hilft, glaube ich, auch noch mal eine ganz besondere Motivation auch noch mal für die Teenager. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist, wie gesagt, die Technik heutzutage, wachsen ja eh damit auf. Und es gibt so viele Apps und das ist tatsächlich ja dann auch eine hilfreiche App, dass man sieht, wie das Zähneputzen ist oder wie man auch seine Verbesserungen sehen kann. Total, und es wird ja dann auch gespeichert. Also sprich, es gibt ja schon so, dass du sagst, okay, also das merke ich selbst bei mir, okay, irgendwie zu wenig, dann werde ich lieber nochmal nachputzen oder nochmal länger putzen, weil ich das natürlich dann auch alles sehen kann. Also das hilft wirklich, und das wird eure Youngster zu Hause wirklich nochmal motivieren, nochmal ganz besonders zur Zahnbürste zu greifen und da nochmal vielleicht auch nochmal einen oder anderen Tag ordentlicher zu putzen als vielleicht an einem anderen, wenn ihr diese Zahnbürste nicht zu Hause hättet. Sind rotierende Zahnbürsten besser als Schallzahnbürsten, liebe Anne? Ich würde sagen, grundsätzlich kann man es nicht sagen. Hier haben wir natürlich den Vorteil bei der rotierenden Oszillierenden, die ist vom Bürstenkopf so, dass sie wirklich um den Zahn passt. Also man setzt Zahn für Zahn an im Grunde und geht dann auch von Zahn zu Zahn. Und da hat man natürlich auch wirklich eine super Putzleistung. Es ist eine andere Technik, vor allem jetzt mit der AEO als bei einer Schallzahnbürste. Und am Ende, würde ich sagen, muss man sich dafür entscheiden, wo man sich wohler fühlt. Es ist, glaube ich, wie bei allem auch, wie, dass man die einen Zahnärzte das sagen auch so, die anderen Zahnärzte sagen so. Ich würde sagen, es gibt keinen richtig und keinen falsch. Wie gesagt, hier hat man auf jeden Fall den Vorteil auch, dass es den Zahn einfach komplett umfasst und den richtig putzt dann. Und das ist so easy, aber wie man das macht, das zeigen wir euch jetzt gleich, weil das haben wir heute auch noch auf unseren Zetteln stehen. Aber zuvor eben natürlich noch mal hier
diese MyWay Zahnbürste. Und was auch noch vielleicht ein Goodie ist, der auch das Zähneputzen nochmal erleichtert ist, damit ihr niemals zu dem Zustand kommt, dass eure Zahnbürste keinen Akku mehr hat, zeigt euch die Zahnbürste das auch an, anhand von einem roten Licht. Da weiß man dann immer, okay, Achtung, jetzt wird's Alarm, Alarm, jetzt geht's wieder ans Aufladen. Also eine Zahnbürste, die einfach voll und ganz mitdenkt und den Jugendlichen das Zähneputzen wirklich erleichtert und das strahlende Lächeln quasi nach Hause bringt, ohne großartig was zu machen. So, und damit, bevor wir gleich weiterkommen, habe ich noch eine Frage hier bei uns im Chat, und zwar, was zuerst und dann Zahnbürste oder umgekehrt? Gutes Thema. Also ich würde sagen, Seite und dann die Zahnbürste, ist natürlich auch jeder, wie er es machen möchte, aber wenn ich Zähne geputzt habe und dann sozusagen mit der Zahnseite nochmal zwischen den Zwischenräumen sozusagen nochmal das raushole, dann müsste ich ja nochmal Zähne putzen, deswegen würde ich erst die Zahnseide und die Interdentalbürsten, also bitte nicht vergessen, die nutzt man eher bei den Backenzähnen, weil sie sich im Zwischenraum so ein bisschen ausbreiten durch die Bürstchen und da wirklich reinigen und die Zahnseide vorne. Also erst das machen und dann Zähne putzen, weil dann putzt man sozusagen gleich den Schmutz auch nochmal mit weg und kann vorher nochmal ausspülen und dann hat man wirklich die sauberen Zähne. Okay, spannender Ansatz. Hatte ich bisher immer falsch gemacht, tatsächlich. Aber ich würde sagen, ich glaube, es gibt keinen falsch und kein richtig, aber aus meiner Sicht würde ich so sagen, weil vom Gefühl her, ich persönlich auch angenehmer und ich würde auch sagen, etwas effektiver, weil man, wie gesagt, einfach durch die erste Benutzung der Zahnseite den Dreck sozusagen oder der, was sich zwischen den Zähnen ablagert, rausholt. Definitiv nur ein richtig gibt's bei dem nächsten Produkt, das wir für euch mitgebracht haben. Und zwar, es ist dieses hier. Wir kommen jetzt zu den Erwachsenen und wir haben wahrscheinlich auch die ein oder anderen heute hier vor uns sitzen. Das ist die IO Series 3 in diesem wunderschönen Eisblau. Ganz tolle Farbe, finde ich auch. Und diese Zahnbürste bringt ja jetzt schon mal das Zähneputzen auf ein ganz anderes Niveau und Level. Genau, also wir meine Augen funkeln schon, du merkst es schon. Also wir haben, wie gesagt, auch hier wieder die IO-Technologie, wie bei der MyWay für die Teenies. Und das ist halt besonders, dass die einen magnetischen Antrieb hat und das macht die Zahnbürste angenehm leise. Und die Energie wird direkt, ohne Verlust, direkt in die Borstenspitzen übertragen. Also da hat man keinen Energieverlust und alles kommt auch beim Zahn sozusagen an, sodass er richtig gereinigt werden kann. Wie gesagt, der Bürstenkopf ist auch oszillierend rotierend, also immer diese Drehung sozusagen. Genau, und man kommt auch an schwer erreichbare Stellen gut ran und kann die richtig putzen. Richtig putzen, sehr gutes Thema. Das wollen wir jetzt auch mal zeigen. Vielleicht kannst du, wir haben ja hier unseren Freund mitgebracht. Genau. Dieses Gebiss. Und die Zahnbürste dazu. Vielleicht kannst du es mal zeigen, wie man denn jetzt mit dieser Zahnbürste auch richtig putzt. Weil ich glaube, das macht ja auch jeder anders. Genau. Ich glaube auch, dass jeder anders macht. Vielleicht als Eselsbrücke. Da gibt es die Kai-Methode. Das merke ich mir. Genau, die Kai-Methode heißt, dass man mit den Kauflächen anfangen soll. Man geht dann sozusagen von Zahn zu Zahn immer weiter. Mit den Kauflächen unten und oben. Dann sollte man auf die Vorderseite gehen. Also außen. Genau, die Außenflächen. Deswegen das A. Also für das strahlende Lächeln sozusagen. Und dann nach innen, auf die Innenflächen. Auch wieder Zahn für Zahn immer weitergehen. Genau, und deswegen das Kai, also Kauflächen, Außen und Innen. Genau. Eigentlich ganz einfach und man muss auch nicht mehr so diese gewohnte Bewegung machen, oder? Wie man es früher mal gelernt hat. Nee, also hier reicht es wirklich, dass man einfach die Zahnbürste an den Zahn hält, also wirklich einfach ranhalten und die Zahnbürste macht sozusagen die Arbeit. Also diese Schruppen, was viele ja auch nicht richtig machen oder wo etwas sehr fehleranfällig ist, ja, ist somit vorbei. Da freut sich vor allem auch das Zahnfleisch. Ja. Und was ja auch bei dieser Zahnbürste ist, was ich ganz großartig finde, ist, dass du ja, wenn du eine Woche wirklich die Zahnbürste nimmst, schon wirklich deutliche Verbesserungen beim Zahnfleisch siehst, weil es einfach ein sehr sanftes Programm auch ist, wie du auch damit umgehen kannst und putzen kannst. Apropos Programm, da kam gerade die Frage rein, aber wir wollten sowieso auch gerade beantworten, es gibt natürlich auch hier wieder unterschiedliche Putzprogramme. Genau, wir haben hier auch die tägliche Reinigung, das Sensitiv,
aufhellen. Genau. Das sind und die auch hier. Und was wir auch wieder haben, ist die Andruckkontrolle. Also man sieht, wenn man wieder zu sehr drückt, hier oben am Ring. Und was wir vorhin auch schon mal gezeigt haben, können wir auch nochmal zeigen. Grün und dann die rote. Also dass man, wie gesagt, einfach. Also auch hier wieder ähnliche Goodies wie jetzt auch bei der Zahnbürste für die Teenies. Hier auch ideal für den Erwachsenenzahn, weil sie auch alles bietet, was man für die tägliche Zahnreinigung auch braucht. Gesunde Zähne, strahlendes Lachen und im Endeffekt kommt einfach ein richtig gutes Gefühl dabei heraus. Genau. Weil einfach die Zahnbürste alles macht, was man einfach selber nicht mehr tun muss und zwar genau. Mitdenken. Also wirklich einfach ranhalten und dann hat man das. Im schicken Eisblue. Und damit kommt es auch schon zur nächsten Frage. In unserem Chat ist halt heute besonders fleißig. Vielen Dank dafür, fürs ordentliche Mitmachen. Und zwar, wie unterscheidet sich die runde Form des Bürstenkopfes von länglichen Handzahnbürsten? Also wie gesagt, hier, das ist ja die Zahnbürste mit dem runden Bürstenkopf. Das ist diese rotierende, oszillierende Bewegung. Also die der Kopf macht immer diese Bewegung. Mhm. Und bei länglichen Zahnbürsten, also wenn es jetzt eine Handzahnbürste ist, muss man ja selber schrubben, die macht ja keine Bewegung. Und sonst haben wir die Schallzahnbürsten und die machen ja so eine, eher so eine Schallbewegung. Und das vibriert dann mehr. Da muss man auch so ein bisschen wie bei der Handzahnbürste nochmal die Bewegung mitmachen, so von oben nach unten dann runter. Was auch spannend ist, wenn Sie sagen oder wenn ihr sagt, ja, ihr seid so vielleicht ein bisschen skeptisch, dann könnt ihr auch die Zahnbürste einfach mal ausprobieren, weil es gibt auch 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Finde ich auch immer ein gutes Zeichen, wenn auch, wie Oral-B jetzt auch sagt, wir stehen dazu und probiert es bitte aus. Einfach machen und ich kann euch aber garantieren und versprechen, ihr werdet überzeugt sein. Und das ist, glaube ich, auch so das Geheimrezept, wenn man einfach viele Features hat, die das Zähneputzen erleichtern. Wir haben gerade auch schon über den Akku gesprochen bei den vorherigen Zahnbürsten. Da ist es wieder ähnlich. Auch hier sieht man natürlich auch wieder, wie das mit dem Akku ist, welcher Stand ist. Und auch alles, was es zum Aufladen braucht, ist hier natürlich bei dieser Zahnbürste auch mit dabei vom Auflader. Sie zeigt auch wieder an, wann man wechseln soll. Ja. Also wirklich das Wechseln ist ganz, ganz, ganz wichtig bei den Zahnbürsten und auch bei den Aussteckbürsten. Das haben wir auf jeden Fall schon hinter unseren Ohren stehen. Welche Bürstenköpfe sind mit der IO Series 3N Ice Blue kompatibel? Das sind alle Aussteckbürsten, die auf die IOs passen, also von IO 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die haben alle den Bürstenkopf, den wir auch hier drauf haben, den Bürstenkopf, den die, sag ich mal, die ursprünglichen Oral-B oszillierend rotierenden Köpfe haben, die passen hier nicht drauf. Also das sind wirklich eigene Aufsteckbürsten. Man sieht auch, es ist ein bisschen breiter hier unten und schmalt nach oben ab. Also es ist eine etwas andere Form als bei den ursprünglichen Oral-B-Zahnbürsten. Deswegen darauf achten beim Kauf, dass man auch wirklich die Aufsteckbürsten für die IO kauft und nicht für die anderen. Sehr guter Tipp, vielen Dank dafür. Ist die Zahnbürste wasserfest und kann sie unter der Dusche verwendet werden? Ja, die Zahnbürsten sind wasserfest. Also ich persönlich putze nicht unter der Dusche. Ich habe aber schon von Freunden gehört, die das auch machen. Also die kann auch mit runter, weil natürlich, man hält sie unters Wasser, auch normal beim Ausspülen. Man soll auch den Kopf eigentlich immer noch mal abmachen und reinigen nach dem Zähneputzen. Deswegen ist sie auf jeden Fall wasserfest und man kann auch unter der Dusche mit der Zahnbürste putzen. Fantastisch. Ich kenne viele, die es übrigens sehr gerne machen. Also da hat man gleich alles in einem. Ne? Also eigentlich muss man sehr schlau. Die Zeit aufwenden. Also damit sind wir auch in unserer Familie jetzt, weil es geht ja heute auch um Zahnputztipps für klein und groß oder von groß bis klein. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, was wir euch da gerade gezeigt haben, wenn ihr vielleicht auch erst später dazugekommen seid. Wir haben hier natürlich für die ganz Kleinen die Pro Kids 3 Plus hier in ganz süßen Design von König der Löwen über Frozen bis hin zu Spider-Man ist alles mit dabei. Dann haben wir, uns da so ein bisschen raufgearbeitet hier für ab 6 die Pro Junior 6 Plus. Wir haben hier die My Way, da geht es dann schon ins Teenager-Alter.
10 Plus und natürlich dann auch für die Erwachsenen hier die IO Series 3N, also in Eisblau. Tolle Zahnbürste. Alle haben eines gemeinsam, ganz viele tolle Features, die euch das Zähneputzen auf ganz wundervolle Art und Weise auch erleichtern und vor allem auch den kleinen, mittleren oder auch großen, ja, das Zähneputzen vor allem Spaß machen. Und sie werden da herangeführt mit ganz kleinen, leichten Tipps, die genau halt einfach diese Zahnroutine auch so ins Leben. Und ich glaube auch, wenn man von klein auf anfängt, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich auf die elektrische umgestiegen bin, hatte ich das Gefühl, dass mein ganzer Mund vibriert hat und das war das stimmt. Wirklich ein ganz komisches Gefühl, man muss sich dran gewöhnen. Und wenn man natürlich von klein auf dran gewöhnt ist, ja, dann hat man die Umstellung nicht und ja, man hat auch nicht dieses Kribbeln, wo man sich erstmal ein, zwei Putzvorgänge dran gewöhnen muss. Also auf jeden deswegen Fall. Ist das natürlich auch noch ein Vorteil mit. Ein großer Vorteil und es putzt sich einfach viel gründlicher und auch sanfter für die Zähne, als wenn man selber da so schrubbt. Genau, weil da kann man wirklich viel, viel falsch machen. Weil man lernt die richtige Putztechnik nicht wirklich. Es ist ja, sagen wir mal, kein Schulfach oder wird es nicht wirklich in der Schule gezeigt. Der Zahnarzt zeigt es vielleicht mal kurz, aber da die meisten Eltern ja auch keine Zahnärzte, Dentalhygieniker sind, können sie auch nur schauen, aber am Ende ist es doch recht fehleranfällig. Und vor allem die Kleinen haben auch noch nicht diese Feinmotorik. Nein, also, dass man sagt wirklich so, dass, wie man es genau machen muss. Und auch nicht die Geduld, dann 2 Minuten zu putzen und dann ist natürlich so eine Zahnbürste zu haben. Mit der App vielleicht, mit der Disney Magical App und dann passt es gut. Herrlich. Aber nochmal zurück zu uns Erwachsenen. Wir haben natürlich auch noch die passende Zahnpasta dazu. Und das ist diese hier, die Oral-B Pro Expert Advanced. Und die hat auch einiges, was eine Zahnpasta zu einem absoluten Liebling im Badezimmer und vor allem für die Zahnbürste macht. Ja, also die verhindert die Probleme, bevor sie eigentlich auch entstehen. Das ist gut. Ja, das ist wirklich gut. Die hilft, den Plaqueaufbau 24 Stunden lang vorzubeugen bei zweimal täglicher Anwendung. Also wie man eh putzen soll, also morgens, abends. Und dann hat die wirklich einen guten Schutz. Sie hat eine doppelte Reinigungskraft. Sie hat einmal Zinnfluoridkomplex und Anti-Plaque-Mineralien. Und ja, hemmt auch die Neubildung von Plaque und ja, auch an schwer erreichbaren Stellen, also die ja, verteilt sich dann ganz gut. Genau. Ja, sie wurde ja auch mit Zahnärzten entwickelt, genau, auch nochmal klinisch bestätigt und vor allem man hat auch diese 24-Stunden-Vorbeugung, die natürlich auch super ist, weil es kommen natürlich ja den ganzen Tag Essensreste und da kommt viel zusammen. Da kommt viel zusammen, da ist natürlich ideal, auch so einen Experten an der Seite ja zu haben oder vor allem in diesem Fall auch im Hund. Ja. Wir haben hier auch ein grüne Minzgeschmack, also auch ansprechend. Zeigen wir euch das auch nochmal, wie die aussieht. Also auch wieder der Drehverschluss, ganz einfach. Wir haben hier auch wieder diese, sag ich mal, blau-türkise Farbe. Genau, ist auch, sieht auch wieder sehr sanft aus. Riecht auch wirklich sehr angenehm. Also wirklich also sehr gut nach Minze und sehr frisch. Ja, genau, also wirklich sehr frisch. Man also hat dann gleich ein sehr gutes Gefühl, durchlüftet einfach mal. Genau, also dann hat man wirklich das Gefühl, ach, jetzt habe ich so dieses frische Mundgefühl. Ja, genau. Ja. Genau so. Wie oft darf man die hernehmen? Auch 2-mal am Tag. Also, wie gesagt, sie hat auch nichts, wo man sagt, da muss man aufpassen, dass man es vielleicht einmal in der Woche oder alle 2 Tage verwendet, sondern die kann man auch wirklich jeden Tag wieder anwenden. Wie gesagt, morgens, abends. Wenn jetzt jemand doch mal ist, dass er sagt, er möchte auch nach Mittagessen die Zähne putzen, dann geht das natürlich auch noch. Im Idealfall würde man das ja machen, aber die Realität sieht natürlich dann hin und wieder auch anders aus. Die 2-mal reichen eigentlich auch aus, auch mit der Zahnpasta, dass sie gesagt, diesen 24-Stunden-Schutz hat. Was mache ich denn jetzt, wenn ich empfindlichere Zähne habe? Ist denn die Zahnpasta der gute Partner oder sagst du denn lieber Finger weg? Die kann man auch verwenden, wenn man empfindliche Zähne hat. Wie gesagt, da haben wir auch bei den Zahnbürsten einfach die unterschiedlichen Stufen, dass man danach auch schaut und auch mit dem Druck so ein bisschen arbeitet. Und da kann man auch die Zahnpasta verwenden. Und das Tolle ist, man hat dadurch durch die Zusammensetzung auch diese doppelte Reinigungskraft. Also nicht nur, dass man auch das Gefühl hat, sondern auch von den Inhaltsstoffen. Die Zähne werden gereinigt, man hat schöne, starke Zähne. Das Zahnfleisch wird ganz besonders nochmal geschont. Und du hast einfach das Gefühl, Plaque sagt Adieu zu uns. Also das ist natürlich dann auch immer das, auf was es dann auch ankommt. Ja, wie gesagt, wichtig ist auch immer der Schutz auch vor der Kariesbildung, weil das sonst hat man wirklich das
das Loch im Zahn und das möchte natürlich keiner und ja, das schützt auch einfach vor die Säuren, die da sonst den Zahn auch angreifen können. Genau, deswegen. Jetzt haben wir schon einiges gesagt, was diese Zahnpasta alles verspricht. Wie lange sollte man die jetzt anwenden, dass man auch wirklich spürbare Ergebnisse sieht und fühlt? 2 Minuten, also, und natürlich bis die Packung leer ist, dann kann man sie auch wieder nachkaufen. Genau, einfach so, wie wir es schon gesagt haben, die 2-mal tägliche Anwendung kann man jeden schon Tag nach wenigen nutzen. Tagen merkt man genau. Da schon einen Unterschied zu vorher. Ich schaue mal direkt, was wir hier in unserem Chat haben. Könnte denn die ganze Familie mit einer Bürste putzen, natürlich mit einem anderen Kopf? Also nochmal zurück von der Zahnbürste auf unsere verschiedenen... Also kommt natürlich aufs Alter der Kinder an. Mhm. Wenn die Kinder jetzt ganz klein sind, dann ist der Bürstenkopf einfach zu groß und die Zähne sind dafür auch zu klein. Deswegen würde ich da nicht raten, wenn jetzt die Kinder im Teenie-Alter sind, da sind die Zähne ja eigentlich auch schon, sag ich mal, fast ausgewachsen. Und da sollte das eigentlich auch möglich sein. Also da kann man auch, wenn man... Aber man sollte natürlich den Kopf wirklich wechseln. Aber wenn man den wechselt, passend zum Alter, dann würde das gehen? Ja, wir haben also die Köpfe, wenn man jetzt zum Beispiel in der IO-Reihe hat, sind die Köpfe alle gleich, also da gibt es keinen Unterschied. Wenn jetzt ein Kind mit einer Zahnspange dabei ist, dann kann man natürlich die Aufsteckbürste nehmen extra für die Zahnspange und sonst auch noch zusätzlich den richtigen Kopf. Aber wie gesagt, ab dem Jugendalter, also wenn man jetzt wie gesagt bei der IO-Reihe bleibt, dann können alle mit unterschiedlichen Bürstenköpfen dienen. Zahnbürste nutzen. Aber natürlich hat man sich bei jeder Zahnbürste auch was dabei gedacht und natürlich wurde ja auch alles speziell entwickelt. Also es macht schon Sinn, auch zu den perfekten Zahnbürsten auch zu greifen, weil auch die Programme dahinter stecken, weil es natürlich eine sanfte Heranführung ans perfekte Zähneputzen auch ist. Ich würde auch sagen, es kommt aufs Kind drauf an, genau. Wie das so ist. Wenn das immer fleißig putzt, dann wenn es vielleicht etwas nachlässiger ist, dann sollte man natürlich mit dem Programm auch nochmal unterstützen. Lass uns nochmal zurückgehen zur Zahnpasta. Da gibt es nämlich auch eine Frage, und zwar Whitening-Zahnpasta. Ist das gut für empfindliche Zähne? Würde ich nicht nehmen. Es gibt ja eine unterschiedliche Körnung. Bei Whitening-Zahnpasten hat man eine grobere Körnung und das putzt dann eher die Zähne auch, also nicht die Zähne richtig weg, aber auch wirklich den Schmutz weg, den Belag weg. Und wenn man das zu sehr und zu häufig anwendet, kann es auch eventuell die Zähne etwas dünner machen. Und wenn man schon empfindliche Zähne hat, dann sollte man auch weiterhin Zahnpasten auf keinen Fall jeden Tag anwenden, vielleicht ab und zu mal. Aber bei empfindlichen Zähnen würde ich wirklich zu was greifen, was da unterstützt. Und weiterhin ist dann nicht so gut. Da kann ich euch aber ganz besonders den Whitening-Modus empfehlen bei den Zahnbürsten. Man merkt wirklich einen Unterschied. Ich nehme den wirklich gern her. Nicht jeden Tag, aber vielleicht so alle 3-4 Tage. Und man merkt den Unterschied. Also es fühlt sich auch ganz toll an. Und probiert es am besten einfach mal aus. Es ist großartig. Und da braucht man dann auch nicht die ganzen Whitening-Zahnpasten dafür. Da wirklich lieber zu der Pro Expert Advance greifen, die halt dann die Inhaltsstoffe hat, die einfach gesunde Zähne machen und eure Zähne nochmal ganz besonders schützen. Und ganz wichtig, du hast das heute auch schon öfters erwähnt, es gibt ja noch ein Produkt, zu dem man immer wieder greifen sollte oder immer wieder ist gut, eigentlich täglich. Genau, täglich. Das ist dieses hier. Und zwar Zahnseide, Oral-B Essential Floss. Genau. Eine ganz besondere Zahnseide, das ist ein Zungenbrecher. Genau. Und zwar, sie ist gewachst. Hat einen Minzgeschmack und ist dadurch nochmal ganz besonders zu verwenden. Genau, also durch das Gewachste ist es auch ein bisschen gleitfähiger. Also wenn man jetzt wirklich enge Zwischenstände hat, dann gleitet es auch gut durch und ist auch widerstandsfähig vor so einem Ausfasern. Wenn man jetzt zwischen den Zähnen ist, dann kann die sich ja manchmal so ein bisschen lösen. Das verhindert hier auch durch das Gewachste. Und ja, damit kommt man, wie gesagt, an die schwer erreichbaren Stellen, wo man, egal wie gut man putzt, an die Zwischenräume kommt man nicht immer so gut dran, deswegen sollte man die Zahnseide verwenden. Und ich habe da meine Zahnärztin im Ohr, die liebe Kitty, die natürlich dann auch immer sagt, ja, du pass auf mit den Zwischenräumen, weil da bleibt dann auch mal ein Essensrest hängen oder da bilden sich dann gerne auch mal Karies, wenn man da nicht ordentlich putzt. Deswegen wirklich Zahnseide ist das A und O und wirklich jeden Tag hernehmen. Und du hast die da auch schon ausgepackt, um uns mal zu zeigen, wie das funktioniert. Ich würde es jetzt genau noch einmal zeigen, wie man die am besten anwendet. Also einmal aufziehen, man hat hier immer die Hilfe, wo man das sozusagen abreißen kann, da muss man jetzt nicht mit der Schere
rangehen, dann mache ich das so ab und genau, einfach hier dazwischen gehen und nach unten ziehen, dann einmal ein bisschen putzen und je nachdem, was für ein langes Stück man sich abgemacht hat, dann entweder wechseln und ein neues Stück nehmen oder dann mit einer frischen Stelle genau in die nächste und dann wieder ein bisschen putzen bis zum Zahnfleisch natürlich runter und dann raus und dann hat man die Zwischenräume, wie gesagt, meiner Meinung nach vorm Zähneputzen auch gut geputzt. Lässt sich sehr einfach einfädeln, also auch zwischen ganz engen stehenden Zähnen kommt man da super gut durch, ja. Und sie ist sehr widerstandsfähig und dadurch wird dieses Ausfasern, weil das hasse ich ja bei Zahnseiden, wird dadurch auch verhindert, also es ist wirklich eine ganz gute Zahnseide, die wirklich auch alle Stücke mitmacht, die man dann auch so braucht. Und wenn man so einmal drüber geht, es fühlt sich auch ganz, also ja, so super an, also dass man wirklich gut drüber rutschen kann. Und sie riecht so gut. Leider können wir das jetzt zu Hause nicht riechen, aber sie riecht wirklich sensationell. Dieser Minzgeschmack, dieser Frische, das ist einfach, ja. Entfernt natürlich auch schädliche Bakterien, ganz wichtig bei Zahnseide. Also zwischen den Zähnen kann sich ja auch was ablagern und damit nimmt man das raus. Ganz, ganz viel. Also ihr seht, bei uns bekommt ihr heute das Rundum-Programm für eure Zahnpflege und vor allem für die perfekte Mundhygiene von der elektrischen Zahnbürste bis hin zur passenden Zahnpasta und als finaler Abschluss hier natürlich auch die Zahnseide, die dann auch noch das entfernt, was vorher noch nicht rausgegangen ist und somit steht eigentlich eurem strahlenden Lächeln gar nichts mehr im Weg. Für dich jetzt als Fazit, was ist das Produkt, auf das du jetzt gar nicht mehr verzichten könntest? Also wirklich die Zahnseiden und wir hatten jetzt keine Interdentalsticks heute dabei, aber ich sage Zahnseide, also für die Zwischenräume, egal bei den Backzähnen oder vorne, wirklich ganz, ganz wichtig und natürlich dann das richtige Putzen, was natürlich bei der elektrischen mehr oder weniger wegfällt, weil man einfach hinhalten muss, aber dass man auch täglich zweimal putzt. Ich bin auf den Geschmack gekommen, also ich werde da heute noch einiges in den Warenkorb auch noch reingeben, für meine Kinder vor allem, weil ich habe auch viel dazu gelernt. Ich wusste nicht, dass so junge Kinder auch elektrische Zahnbürsten hernehmen können, finde ich ganz großartig, weil einfach ein schönes, sauberes Gebiss und vor allem schöne Zähne, das ist das A und O und es wird euch einfach ein Leben lang große Freude bereiten und ihr spart euch richtig viel Geld mit der richtigen Ausstattung dann später mal beim Zahnarzt. Deswegen darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese vielen hilfreichen Insights und Inputs auch von deiner Seite her, dass du uns viele tolle Produkte mitgebracht hast und eben auch gezeigt hast, wie schön einfach Zähneputzen geht und vor allem, wie viel Spaß auch machen kann mit den richtigen Produkten. Danke dir für deine Zeit, liebe Anne. Ich hoffe, zwei Minuten bald. Sind nicht viel, ne? Zwei Minuten sind nicht viel, genau. Zwei Minuten für ein schönes Lächeln. Genau. Ich meine, was ist das bitte schon, oder? Ja. Euch darf ich noch mal ganz schnell auf unser Gewinnspiel hinweisen. Jetzt habt ihr noch ein paar Sekunden Zeit, da noch mal dabei zu sein. Aber ihr wisst, der muss ja gar nichts machen. Vielleicht landet auch schon bald das Pflege- oder Zahnpflegeset bei euch zu Hause. Alles, was ihr tun musstet, war heute dabei sein. Dafür darf ich mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die perfekte Zahnpflege und für Zahnputztipps für Groß und Klein. Ja, Oral-B macht es möglich. Da gibt alles, was ihr braucht. Und auch nächste Woche gibt es wieder bei uns eine DM-Live-Show hier um 19 Uhr. Also die Zeit bitte in eurem Kalender ganz fest einringeln. Danke fürs Zusehen. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Tschüss.